8 Jahre lebten Familie und Freunde von Tanja Greff mit dieser schrecklichen Ungewissheit, nachdem die Studentin aus Trier spurlos verschwunden war. Seit gestern wissen wir, Tanja Greff ist tot. Gefunden eher durch Zufall bei Rodungsarbeiten ganz in der Nähe der Fachhochschule, wo man sie zum letzten Mal gesehen hat. Ja, und nun muss sich die Polizei sehr unangenehme Fragen gefallen lassen, denn am Fundort der Leiche wurde schon vor Jahren gesucht. Jetzt will man es besser machen und durchkämmt das Gebiet wieder, um auch kein Detail zu übersehen. Spurensuche Tag 3. Auch heute waren die Ermittler am Roten Felsen in Trier unterwegs. Hier hatten Arbeiter am Montag menschliche Knochen gefunden. Beim Roden waren sie zufällig auf die Überreste von Tanja Greff gestoßen. Unzählige Suchaktionen hatte es gegeben über Jahre. Polizei, Feuerwehr, Freiwillige. Was in Trier heute alles schockiert. Zwischen der Fachhochschule, wo die junge Frau zum letzten Mal gesehen wurde, und dem Fundort der Leiche liegt nicht mal ein Kilometer. Kritische Fragen dazu gab es bereits gestern auf der Pressekonferenz der Polizei. Wieso hatten die Ermittler die Leiche nicht eher gefunden? Das fragt sich auch Detlef Böhm, der Anwalt von Tanja Greffs Mutter. Wurde rund um den Roten Felsen etwas schlampig gesucht? Man hat von diesem ersten Felsvorsprung aus eine Sichtprüfung getätigt. Und mit dieser Sichtprüfung hat man nur nichts erreicht. Man konnte wegen des Blätterbewuchses konnte man einfach nicht bis unten auf den Boden schauen. Und dann ist für mich die logische Konsequenz, dass man in dem Moment letztendlich einen anderen Weg suchen muss. Gab es Versäumnisse am Felsen? Wo ganz genau wurde damals wie intensiv gesucht in dem unwegsamen Gelände? Es sind noch Fragen offen. Vollkommen unklar ist ebenso, wie kam Tanja Greff ums Leben? War's Mord? Ein Unfall? Stürzte sie vom Felsen? Wurde sie dort abgelegt? Jetzt werden die Skelettteile langwierig untersucht. Das ist eine besondere Herausforderung und ist besonders schwierig, einfach deswegen, weil die Umgebungsbedingungen natürlich das ihre dazu getan haben, viele Dinge so zu verändern, dass man nicht wie ursprünglich einfach die Todesursache feststellen und daraus dann Rückschlüsse auf den Geschehensablauf ziehen kann. Freunde, Nachbarn von Tanja Greff, die sich damals an der Suche beteiligt hatten, sind jetzt, wo klar ist, dass Tanja tot ist, schockiert. Wir sind in jede Ecke reingegangen, unter jeden Stauch haben wir geguckt. War schon ein mulmiges Gefühl. Ich habe immer gedacht, hätte ich sie gefunden, wäre gut gewesen, aber ich habe immer Angst gehabt, dass ich sie finden würde. Wie lange hat Tanja Greff hier gelegen? Was ist ihr zugestoßen? Das haben sich ihre Eltern über Jahre gefragt. Mehrfach hatten sie mit der Presse Kontakt gesucht, Interviews gegeben, in der Hoffnung, Zeugen zu finden, jemand, der sich erinnert. Vor 2 Jahren ist Tanja Greffs Vater gestorben, voller Sorgen, Ängste, Nöte. Ja. Natürlich wäre es auch für den Vater wichtig gewesen, zu wissen, was mit Tanja passiert ist. Ja. Das ist schwer zu beschreiben, sowas. Ich glaube, das kann man unwahrscheinlich schwer in Worte fassen. Es kann Jahre dauern, sagen die Ermittler, bis alle Fragen beantwortet sind. Vielleicht wird nie geklärt, was damals passiert ist am Roten Felsen. Die folgende Geschichte, liebe Zuschauer, kennt man eigentlich nur aus Filmen oder Büchern, aber sie ist keine Erfindung, sondern tatsächlich so passiert. Dieses Baby kam im Flugzeug zur Welt, im Himmel sozusagen, also direkt über den Wolken. Und die Mutter, eine 23-jährige Japanerin, hatte nicht den Hauch einer Ahnung, dass sie überhaupt schwanger ist. Ja, man fragt sich immer wieder, wie das überhaupt geht. Aber sie klagte eben über Bauchschmerzen, die immer heftiger wurden, die sich jedoch ganz schnell als Wehen entpuppten. Große Augen also bei der Crew, bei der Ärztin, beim frisch gebackenen Papa und nicht zuletzt bei der Mutter. Chloe heißt das himmlische Kind, geboren in 10.000 Meter Höhe im russischen Luftraum. Ein gänzlich unerwarteter Passagier des Fluges AC-009 von Kanada nach Japan. Noch etwas unbeholfen, aber stolz präsentiert Wes Branch den Reportern von Fuji News in Tokio sein überraschendes Vaterglück. Congratulations! Die sichtlich erschöpfte Mutter wieder erwarten, Ada Guan, wird von den Helfern in Empfang genommen und versorgt. Es ist kaum vorstellbar. Das geschah so unerwartet. Plötzlich haben wir ein Baby, ein süßes Mädchen. Erzählt Wes dem japanischen Fernsehen. Vom Krankenhaus in Tokio aus ruft Wes seine Mutter in Kanada an. Die traut ihren Ohren nicht. Er sagte, ich muss dir was erzählen. Er heulte, ich glaube es nicht, Mama. Und ich dachte, es ist etwas Schreckliches passiert, ein Absturz oder sowas. Und er sagte, du bist Oma geworden.
And I said, what? Und ich sagte, was? Wie soll das gehen? Sie war doch gar nicht schwanger. She wasn't pregnant. Auch Ada und Wes beteuerten nichts von dem kleinen blinden Passagier gewusst zu haben. Als die 23-Jährige während des Fluges heftige Bauchschmerzen bekommt, die sich als Wehen herausstellen, ist sie völlig überrascht. Die Crew sorgt sich rührend um die Gebärende und eine zufällig anwesende Ärztin packt mit an. Zwei Stunden vor der Landung kam das Kind zur Welt, irgendwo über Russland. Mutter und Mädchen sind wohlauf. Große Erleichterung bei den Passagieren und der Crew. Wir haben alle geklatscht und uns gefreut. Geboren in der Luft ist die kleine Chloe dennoch eine waschechte Kanadierin. Wenn ein Elternteil Kanadier ist, dann ist das Kind, egal wo es geboren wurde, Kanadier. Unerwartet vom Himmel gefallen ist die kleine Chloe und mitten in den Herzen ihrer Eltern gelandet. Suche mit Internetseite. Unter woistinga.de hat die Polizei Stendal seit heute eine Internetseite eingerichtet. Hier werden nun alle wichtigen Informationen zusammengefasst, die die Ermittler in dem vermissten Fall haben. Das fünfjährige Mädchen ist seit nunmehr 11 Tagen verschwunden. Eine heiße Spur gibt es nicht. Unfall nach Verfolgungsjagd. Bei einem Verkehrsunfall in Falkensee in Brandenburg ist ein 47-Jähriger schwer verletzt worden. Sein Auto überschlug sich während einer Verfolgungsjagd. Ausgangspunkt war eine Verkehrskontrolle der Berliner Polizei an der Landesgrenze. Die Beamten wurden auf den Fahrer aufmerksam, weil er Schlangenlinien fuhr. Der 47-Jährige wollte sich wohl der Polizeikontrolle entziehen. Die Beamten verfolgten ihn. Bei seiner Flucht verunglückte er dann. Sein Wagen fing Feuer. Der Fahrer selbst konnte von den Polizeibeamten aus dem Wrack gerettet werden. Er war offenbar stark alkoholisiert. Spektakulärer Ausbruch. Wanderer stehen gerade am Kraterrand des Vulkans Telika in Nicaragua, als der plötzlich ausbricht. Eine riesige Gas- und Aschewolke steigt in den Himmel. Der Telika ist einer der aktivsten Vulkane Mittelamerikas. Seit Tagen schon spukt er. Die Touristen, die die spektakulären Bilder eingefangen haben, überstanden die gefährliche Situation unbeschadet. 25 Jahre ist es her, dass eine einzigartige Mordserie Nachkriegsdeutschland erschüttert hat, muss man sagen. 1990 trieb der sogenannte Hammermörder in Frankfurt am Main sein Unwesen. In nur 4 Monaten schlug er 8-mal zu. Seine Opfer waren Obdachlose und Homosexuelle. Und mit einem Schlosserhammer zertrümmerte er die Schädel seiner Opfer. Nachdem der Täter nun endlich gefasst ist, geht die Polizei mit ihm die Tatorte ab. Und dabei entstehen Aufnahmen, liebe Zuschauer, die man so selten zu Gesicht bekommt und die einen sachlichen, emotionslosen Mörder zeigen. Ein spektakulärer Kriminalfall, aufgeklärt vor 25 Jahren. Der hat hier auf der Bank gelegen. Hier? Ja, da bin ich so rein, hab ich hier geguckt, ne? Und da hab ich den gesehen, da hatte ich ihn so in den Kopf reingeschlagen, so. In die Mitte. Arthur G. beschreibt an einer Puppe seine dritte Tat. Den Mord an einem Obdachlosen im April 1990. Danach sollen noch 5 weitere Männer sterben. Bis auf eine Ausnahme werden sie alle im Schlaf überrascht und mit einem Hammer erschlagen. Ja, der hat sich nicht mehr gerührt. Da war nichts, da war keine Regung mehr. Was haben Sie dann gemacht, als Sie fertig waren mit dem Schlagen? Ja, dann bin ich weggegangen hier. Da haben Sie den Hammer so weggetragen, oder? Nee, den habe ich Plastiktüte in der Hosentasche gehabt, habe ich den reingetan. Ja. Dann bin ich so weggelaufen. Dann bin ich wieder hier hoch und bin weg nach Hause. Diese Gefühllosigkeit mit der diese eigentlichen Tötungshandlung, die er ausgeführt hat, hat er mit einer Kälte beschrieben. Das war schon extrem ungewöhnlich, dass ein Täter so wie dieser völlig mitgefühllos bleibt und die Tat schildert mit einer real gerechten Genauigkeit. Das war schon frappierend, kaltblütig sowieso. Denn wer bringt es fertig, mehrere Menschen mit dem Hammer den Schädel einzuschlagen? Hauptkommissar Peter Knies leitet damals die Ermittlungen. Er ist es auch, der die Tatortbegehung veranlasst und all die Fragen stellt, die das Geständnis des Täters untermauern sollen. Die vierte Tat, der Mord an Hans-Peter M. Anfang Mai 1990. Wo ich den oben gesehen habe, habe ich schon den Hammer unter der Schulter gehabt. Habe so rumgeguckt, habe aber niemanden gesehen. Ne? Und wie sind Sie dann dahin gegangen an den Mann? Ich bin so hier herangedreht an ihn, habe ihn so in die Stirn geschlagen. Und dann bin ich hier runter. Dann bin ich hier runtergelaufen, an den Teich da runter.
Was haben Sie dort gemacht? Da habe ich den Hammer gewaschen. Hammer gewaschen. Der sogenannte Hammermörder Arthur G. erschlägt 1990 in Frankfurt 8 Männer. 7 von ihnen sterben, einer wird zum Pflegefall. 3 Taten von Februar bis April. Dann Anfang Mai gleich 3 Morde kurz hintereinander, 2 sogar in einer Nacht. Als die Mitteilung kam, dass 2 weitere getötete Obdachlose gefunden wurden, habe ich das zunächst nicht glauben wollen. Das war doch schon eine neue Qualität. Und es wurde der Druck auf die Polizei durch die Presseberichterstattung, aber auch intern eine Täteraufklärung zu schaffen, größer. 2 Obdachlose, sie sterben nicht mal 50 Meter voneinander entfernt. Sind Sie von dem anderen direkt hier direkt runter weitergelaufen? Ja. Und sind Sie hier noch stehen geblieben oder sind Sie direkt auf den Mann zugegangen? Ich bin direkt auf den Mann zugegangen. Bis Anfang Mai 5 Tote, 1 Mann im Koma. Die rund 2000 Obdachlosen von Frankfurt leben damals in Angst. Das Sozialamt stellt Notunterkünfte zur Verfügung. Die Ermittler arbeiten rund um die Uhr. Doch jede Spur, jeder Hinweis entpuppt sich als Sackgasse. In ihrer Not setzt die Polizei Lockvögel ein. SEK-Beamte, die als Obdachlose verkleidet in den Parks übernachten. Eine drastische, riskante Maßnahme. Es hat von den Kollegen, die sich als Lockvogel auf die Bank gelegt haben, relativ großen persönlichen Mut erfordert. Denn es war zwar von den Kollegen zugesichert worden, einen möglichen Angriff abwehren zu können, aber es bleibt immer ein Restrisiko oder ist der Mut dieser Beamten hoch einzuschätzen. Doch der Einsatz bleibt ohne Erfolg. Immer häufiger, immer brutaler werden die Morde. Die 7. Tat, Santos D. wird hinterrücks niedergestochen, kann sich schwer verletzt zu einer Bank schleppen. Habe ich den so niedergestochen? Wie kann der Mann da weglaufen? Wie ist das möglich? Ja. Da müssen doch zusammenbrechen. Das ist gar nicht möglich, so wegzulaufen, ohne Anzeichen. Da ist mir eingefallen, Mensch, der Mann hat dich ja gesehen und alles ist da vor dir gestanden, kann dich voll identifizieren. Und er ist vielleicht auch nur schwer verletzt oder was. Arthur G. verfolgt und erschlägt den Schwerverletzten. Nur 2 Nächte später, am 22. Mai, der letzte Mord. Ein Anwohner hört die Schläge, guckt aus dem Fenster, kann den Täter beschreiben. 12 Minuten später klicken endlich die Handschellen. Peter Knies ist zu Hause, als der erlösende Anruf kommt. Der Kollege und ich bekennen uns schon viele, viele Jahre. Und er musste nicht viel sagen, hat nur gesagt, ich habe da einen Pennermörder. Und was haben Sie gefühlt? Nur erstmal Erleichterung, das ist klar. Der Mörder, Arthur G., 50 Jahre alt, geboren in Ravensburg, gelernter Elektroinstallateur. Immer wieder Aufenthalte in der Psychiatrie. Bei seinen Taten geht der 50-Jährige logisch und planvoll vor. So hat er sich Schuhe gekauft mit weichen Kreppsohlen, die im Kies der Parks nicht knirschen. Und doch, bei der Vernehmung wird den Ermittlern schnell klar, dass etwas nicht stimmt. Das Brummen, Stimmen aus dem Jenseits. Das ist mir eingegeben worden. Wer sollte jemand hierher bringen? Eine Beeinflussung unserer Toten, weil die leiten den hierher. Ja. Die führen eine Person hierher. Die totgeschlagen werden soll, die wird hierher geführt. Ja, die wird hierher gebracht. Mhm. Da muss ich warten. Es sind die Geister aus dem Totenreich, die Arthur G. befehlen zu morden. Eines ist bis heute klar, hätte die Polizei ihn nicht geschnappt, er hätte weiter getötet. Er hatte kein Mitleid mit den Opfern. Er hätte weitergemacht. Das war ja sein eigenes Eingeständnis, dass er weitergemacht hätte. Arthur G. nimmt sich in U-Haft das Leben. Mit seiner Festnahme und schließlich seinem Tod endet die wohl brutalste Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte.